Das freut mich, hier zu sein am ersten mit Eintracht Frankfurt. Ja, wir müssen uns zeigen auch ins Ausland und Frankfurt ist eine internationale Stadt und von daher passt gut. Also ich habe auch gesagt, man muss nicht unterschätzen, was wir haben gemacht, weil es ist schon großartig. Wir haben uns bewegt als European Mannschaft in die gesamte Saison. Wir haben bis Mai gekämpft in zwei Rennen. Meisterschaft und Champions League, Europa League, also Champions League, Europa League in Meisterschaft und Europa League. Wir wollten nach Baku gehen, leider haben wir nicht das geschafft, aber ja, es ist früh jetzt, um das zu analysieren. Vielleicht in ein paar Jahren, du sagst, ah, damals, das haben wir so gemacht und das war die Entscheidung für unsere Stand jetzt im Verein. Ich denke, wir haben das gut gemacht, wir müssen nützen, was war weniger gut und lernen für die Zukunft. Ich bin sicher, dass ohne Doppelbelastung, wir hätten, also früher entscheidet Europa League sowieso und am Ende, wir waren 3 Punkte, 4 Punkte von Champions League und diese 3 Punkte, 4 Punkte haben wir verloren irgendwo in Europa. Ich weiß nicht wann genau, aber haben wir diese Kleinigkeit hat uns gefehlt und vielleicht auch diese Erfahrung, nach einem Top-European-Spiel zu gehen in Meisterschaft und vielleicht mehr clever zu spielen, hinten bleiben, nicht vorwärts gehen, pressen, wie wir haben immer gemacht. Ja, wir haben genauso so viele Punkte gemacht in Runde als Rückrunde. Wir haben diese Serie gehabt von Februar bis Ende März, April, das war unglaublich. Und wenn wir hätten das gemacht bis Ende, dann sind wir Vizemeister fast. So ist es. Für 54 Punkte ist es schon okay. Genau, ja, wir waren auch die erste Mannschaft, die hat 6 Partien gemacht und 18 Punkte. Das war das erste Mal in der Historie. Und ja, wir haben einen schönen Weg gemacht. Unsere Publikum, unsere Fans waren alle stolz auf uns. Und als Verein haben wir super gemacht, weil natürlich, wir reden immer von den Spielern, aber als Verein, gesamte Konstellation haben wir super gemacht. Und das müssen wir auch zum alle Mitglieder und Leute, die arbeiten jeden Tag hinter uns, bedanken. Dem Verein hat richtig gute Charakter geholt, das hilft. Und dann jeden Tag haben wir das vorbereitet, jeden Tag haben wir uns miteinander mit Respekt, mit Ethik, mit Work, mit Dedication. Wir waren da zusammen, die Leute, die Spieler sind zufrieden hier in Frankfurt, wenn sie kommen. Natürlich, es dauert ein bisschen Zeit, bis alles klappt, aber wir werden so genauso machen nächste Saison. Also Kollektiv oder ich persönlich? Ja, war eine gute Saison. Ich habe alles gegeben, was ich hatte drin. Am Ende vielleicht hat ein bisschen Power gefehlt, aber sonst ja, ich war zufrieden mit was ich habe zur Mannschaft gegeben und ja, ich bin immer eher zu helfen und zu unterstützen die jungen Spieler und das ist auch meine Aufgabe. Ich mag nicht über mich zu reden, weil ich sage zu dir ganz ehrlich, wenn ich bin hier gekommen, ich habe zu Freddy und zu Bruno gesagt, ich will diesem Club helfen und das ist auch meine Aufgabe in Zukunft. Also mein Ziel ist, dass wir wachsen noch als Mannschaft und als Club. Und es ist nicht so einfach, aber wir müssen jetzt gute Rollen. Der Staff, technischer Staff muss analysieren, was war gut, was war weniger gut. Und dann müssen wir eingreifen ab der nächsten Saison mit mehr Erfahrung und mit mehr Routine. Unglaublich. Wir sind stolz für diesen Verein zu spielen, wir sind stolz für diese Fans zu spielen. Es gibt nicht viel besser in Europa. Ich war schon überall und ich kann sagen, Frankfurt ist ganz, ganz, ganz besonders.
weil dort wir haben geschafft eine Ausgangsposition gut und Rückspiel haben wir auch gesehen. Okay, wir haben trotzdem ein unglaubliches Spiel gemacht, aber sie hatten richtig Qualität, um Europa League zu gewinnen. Gesundheit und ja, wir müssen Ambition zeigen und hart arbeiten und ich wünsche mir, dass die Leute zufrieden in für diese Verein zu arbeiten und die kommen mit ein schönes Gesicht, also Smile jeden Tag ins Arbeit und das ist mein Wunsch.